Perfekt für alle, die unter Stress- und Angstzuständen leiden, Depressionen und Schlaflosigkeit, Selbstmordgedanken, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Melancholie und Besessenheit. So warben amerikanische Zeitungen in den 30er Jahren nicht für Kamillentee oder Sitzung mit einem Psychologen, sondern für einen Eispickel in deinem Kopf. Oder mit anderen Worten, eine Lobotomie. Eggers Moniz, der Vater der Lobotomie, wurde für die Erfindung dieser barbarischen Operation mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Aber was ist, wenn die Auszeichnung wohlverdient war? In diesem Video erzähle ich dir, wie hat die Lobotomie die Behandlung von Magenkrankheiten verbessert? Beeinflusst der Eispickel im Schädel den Charakter eines Menschen? Und das Wichtigste, könnte es falsch gewesen sein, die Lobotomie zu verbieten? Im frühen 20. Jahrhundert war eine psychisch kranke Person ein schreckliches Stigma für die ganze Familie. Die Gesellschaft war der Meinung, dass diese Menschen es nicht verdient hatten zu leben. Deshalb wurden sie schlechter behandelt als Kriminelle. Sie wurden in Gefängnisse gesperrt, gefoltert oder sogar getötet. Psychiatrische Kliniken sollten eine humane Alternative sein, aber das waren sie nicht. Die Patienten wurden an Wände oder Betten gekettet, bekamen Stromschläge oder wurden gezwungen, antipsychotische Medikamente zu nehmen. Sie konnten jahrelang in den Anstalten festgehalten werden, ohne dass eine Besserung in Sicht war. Aber die Lobotomie veränderte alles. Zunächst einmal konnten Menschen, die unter psychischen Störungen litten, dadurch vermeiden, in einer Anstalt zu landen. Das klingt ein bisschen paradox, nicht wahr? Genauso wie wenn ich sagen würde, dass wir Grippekranke vor Hustensaft retten sollten. Zumal eine Lobotomie nicht weniger beängstigend aussah als eine Nervenheilanstalt. Die Operation wurde mit einem Gerät durchgeführt, das einem gewöhnlichen Eispickel ähnelte. Anstelle einer Narkose wurde der Patient mit einem Stromschlag betäubt, sodass er das Bewusstsein verlor. Dann wurde der Eispickel über der Augenhöhle ins Innere geschoben und durch den Knochen der Augenhöhle gehämmert, der so dünn wie eine Eierschale ist. Der Chirurg schwenkte das Instrument von einer Seite zur anderen, um die Verbindungen zwischen den Frontallappen und dem Rest des Gehirns zu durchtrennen. All das dauerte nur 10 Minuten und boom! Ein aggressiver Patient, der eine Gefahr für die Gesellschaft darstellte, wurde innerhalb weniger Minuten gehorsam und gefügig. Ja, das ist eine ziemlich gefährliche Praxis. Aber sie ersparte den Menschen viele Jahre barbarischer und qualvoller Therapien. Der berühmteste Patient, der sich der Lobotomie unterzog, war Rosemary Kennedy. Richtig, eine Schwester des US-Präsidenten John F. Kennedy. Die junge Frau hatte leichte Entwicklungsstörungen, die ihre schulischen Leistungen in ihrer Kindheit und im jugendlichen Erwachsenenalter beeinträchtigten. Doch als Rosemary älter wurde, bekam sie Krampfanfälle und Wutanfälle und wurde aggressiv gegenüber anderen Menschen. Als die Frau 23 Jahre alt wurde, wurde sie lobotomiert. Seitdem ist sie nicht mehr gewaltbereit und gefährlich für die Gesellschaft. Howard Dolly hingegen wurde 1946 als 12-jähriger Junge operiert. Und er ist immer noch am Leben. In seiner Kindheit verlor Howard seine Mutter, was sich negativ auf seinen Geisteszustand auswirkte. Er verhielt sich aggressiv gegenüber seiner Stiefmutter. Die Frau fürchtete um ihr Leben, weil ihr Stiefsohn sich ungehorsam und gewalttätig verhielt. Aus diesem Grund wurde beschlossen, ihn zu lobotomieren. Er ist jetzt 72 Jahre alt und hat in dieser Zeit keinerlei Probleme gehabt. Die Lobotomie wurde zum Zauberstab, der durch die Berührung einer bestimmten Stelle am menschlichen Schädel einen Bösewicht in einen guten Menschen verwandelte. Aber woher wussten die Menschen, welche Teile des Gehirns das menschliche Verhalten beeinflussen und wie? Bei archäologischen Ausgrabungen rund um den Globus fanden Forscher viele Schädel mit Löchern. Man nimmt an, dass dies eine Methode war, mit der unsere Vorfahren Kopfschmerzen behandelten. Schon in der Antike gab es Theorien, die besagten, dass jeder Teil des Gehirns für eine bestimmte Funktion zuständig ist. Es wird angenommen, dass einige Bereiche im Frontallappen unser Denken, unseren Willen, unsere Initiative und unsere Entscheidungen steuern. Eggers Moniz nahm dieses Wissen als Grundlage und fasste die Erkenntnisse über eigene Kopfverletzungen während des Ersten Weltkriegs zusammen. Dann dachte er, was wäre, wenn einige Verletzungen, die dem Frontallappen des Gehirns zugefügt wurden, in irgendeiner Weise hilfreich sein könnten?
Auf dem Neurologenkongress erfuhr er, dass Wissenschaftler den Affen bereits Teile der Großhirnrinde entfernt hatten. Die Affen lebten danach weiter, waren aber nicht mehr so hibbelig. Moniz kam auf die Idee, dass man Menschen mit psychotischen Störungen vielleicht auf die gleiche Weise behandeln könnte. Daraufhin begann er, die Köpfe psychisch labiler Menschen zu durchbohren, und es funktionierte. Die Lobotomie wurde allmählich zu einer Lösung für diejenigen, die eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellten. Niemand stellte jemals die Wirksamkeit der Lobotomie in Frage, weil die Ärzte nicht ganz verstanden, wie das Gehirn funktioniert. Aber sie glaubten, dass die Lobotomie half, wie die Überlieferungen unserer Vorfahren, die Lehren über die Flecken auf dem Schädel und die wundersamen Beispiele von Heilung zeigen. Die Lobotomie galt als das beste Heilmittel für rebellische Töchter. Heute wissen wir, dass Hormonschübe und Stimmungsschwankungen während der Pubertät typisch sind und dass daran nichts Unnormales ist. Aber damals sah die Gesellschaft ein feuriges Temperament einer jungen Dame als schlechte Etikette an. Und eine Lobotomie machte sie ruhig und gehorsam. Bei Schwulen und Lesben wurde früher eine Bindungsstörung diagnostiziert. Das bedeutete, dass der Patient an ungemessenen erotischen und sexuellen Wünschen hing. Die Ärzte glaubten, dass die Anwendung verschiedener Stressfaktoren wie Elektroschocks oder Schädelbohrungen das Verhalten ändern und zu Heterosexualität und Genesung führen könnte. Aber die Sache ist die, dass solche Diagnosen nicht einmal von Ärzten gestellt wurden, sondern von den Angehörigen der vermeintlich kranken Menschen. Niemand fragte sie, ob sie mit einer Lobotomie einverstanden wären. Die Operation wurde den Patienten von ihren Familien aufgezwungen. Den Ärzten machte das nichts aus und sie halfen gerne, aber sie hatten ja nur das Geld im Kopf. Die Situation änderte sich jedoch schnell und schon bald standen die Menschen Schlange für die Lobotomie. Aber warum? Walter Freeman, ein Neurologe und Psychiater, galt als Showman und bester Marketing-Spezialist der Menschheitsgeschichte. Freeman war nicht einmal Chirurg und konnte seine Patienten auch nicht selbst operieren. Das hielt ihn aber nicht davon ab. Egas Moniz sagte, dass eine Lobotomie eine extreme Maßnahme sei, aber Freeman machte das Bohren von Löchern in den menschlichen Schädel zu einem Allheilmittel für alle Probleme, einschließlich Eigensinn und Gewaltbereitschaft. Er bewarb sie als eine Behandlung, die nur wenig riskanter war als das Ziehen der Zähne. Freeman bot seine Dienste an, während er durch verschiedene Länder reiste, genau wie Lady Gaga mit der The Monster Ball Tour. Er machte die Operation zu einer großen Show. Zum Beispiel schockierte er sein Publikum, die Ärzte und Krankenschwestern, indem er an zwei Patienten gleichzeitig eine Lobotomie durchführte. Er bekam so viele Fans, dass er einmal 25 Frauen an nur einem Tag operierte. Im Laufe der Zeit versicherte Freeman den Menschen, dass die Lobotomie alles heilen könne, sogar Verdauungsstörungen. Ein breiteres Spektrum an Krankheiten, die durch die Lobotomie geheilt werden konnten, bedeutete eine größere Anzahl von Kunden. Sie hätten ihn ja auch zu einem Marketing-Spezialisten bei Quibi machen können, dann wäre es tatsächlich nie zu Ende gegangen. Wenn Freeman den Leuten eine Gehirnwäsche verpassen konnte, damit sie glauben, dass es cool ist, ihnen einen Eispickel durch den Kopf zu treiben, ja, dann war die Quibi-Show über ein Mädchen, das sich mit der Sexpuppe ihres Freundes anfreundet, reif dafür, für einen Golden Globe nominiert zu werden. Was geschah wirklich mit den Patienten nach der Lobotomie? Freeman hat in seiner Werbekampagne viele Dinge verschwiegen. Die barbarische Prozedur führte zum Tod von 490 Menschen und ließ tausende andere danach dahinvegetieren. Sie verloren ihre Fähigkeit, auf die Außenwelt und sogar auf sich selbst zu reagieren. Und was ist mit denen, deren Operationen angeblich erfolgreich waren? Bevor sie sich der Behandlung unterzog, war Rosemary Kennedy nur ein jähzorniges Kind mit einem unruhigen Geist. Ihre Familie kam zu dem Schluss, dass dies ein schlechtes Licht auf die Karriere ihres Bruders werfen könnte, und man wandte sich an Freeman. Nach der Lobotomie verringerte sich Kennedys geistige Leistungsfähigkeit auf die eines zweijährigen Kindes. Sie konnte kaum noch gehen und sprechen. Und in diesem Zustand ist es schwierig, mit seinen Eltern zu streiten, nicht wahr? Der andere Patient, Howard Dully, der sich im Alter von 12 Jahren einer Lobotomie unterzog, erinnert sich in seinen Memoiren, dass seine Stiefmutter ihn hasste und er nie verstand, warum.
Einer der Gründe, warum die neue Liebe von Howards Vater beschloss, dass der Junge die Lobotomie brauchte, war sein seltsames Verhalten. Er schaltete das Licht in einem Raum an, wenn die Sonne noch schien. Ist das ein Grund, ein Kind so zu bestrafen? Und was wäre, wenn Howard eine Tasse zerbrochen hätte? Würde sie ihn dann auf den elektrischen Stuhl setzen? Nachdem Freeman die Operation durchgeführt hatte, wurde Howard tatsächlich handlungsunfähig und wurde aus dem Haus geworfen. Es folgten Depressionen, die er mit Alkohol- und Drogenmissbrauch loszuwerden versuchte. Es dauerte Jahre, bis er sein Leben wieder in den Griff bekam. Er erzählt von seinem Schmerz in seinem Buch mit dem Titel »Meine Lobotomie«. Howard hatte Glück, er überlebte den Eingriff und schrieb sogar seine Memoiren. Anderen Patienten erging es nicht so gut. Die meisten Patienten, die eine Lobotomie durchmachten, wurden zurück in die Irrenhäuser geschickt. Die Sache ist die, dass der Charakter eines Patienten in keiner Weise mit seinem Geschlecht, seinem Alter oder seinem Bildungsstand beeinflusst wird und schon gar nicht durch das Bohren seines Schädels. Die Wissenschaftler haben sich geirrt. Und die daraus resultierende Hirnverletzung hat die Patienten nicht in ruhige und ausgeglichene Menschen verwandelt. Sie hat sie einfach zu behinderten Menschen gemacht. Aber das wurde erst 1967 erkannt, als die Lobotomie endlich verboten wurde. Heute werden die Menschen auf viel humanere Weise behandelt, durch psychologische Therapiesitzungen. Und die schlechte Laune oder die sexuelle Orientierung eines Menschen sind keine Stigmata mehr, für die man sich schämen muss. Bis zum heutigen Tag gibt es zahlreiche Forderungen, Monis Nobelpreis für die Entwicklung der Lobotomie zu widerrufen. Aber bis jetzt ohne Erfolg. Der Gedanke daran, was hätte passieren können, wenn diese Operation nicht irgendwann verboten worden wäre, die ist unvorstellbar. Was glaubst du, wem man heutzutage eine Lobotomie verschreiben könnte? Und welche Krankheiten man mit einem Eispickel im Gehirn behandeln könnte? Unwilligkeit, Spargel zu essen? Unkontrolliertes Scrollen durch TikTok? Oder ein überwältigender Drang, sich Louis C.K.'s Stand-Up-Programme anzusehen? Hinterlasse einen Kommentar mit deinen Vorschlägen.